Ho, 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 ihr Lieben und herzlich willkommen zu einem neuen Adventskalender-Unboxing von mir. Mein Name ist Santa Claudi und ich begrüße dich ganz, ganz herzlich in meiner Welt. Heute werfen wir mal einen intensiven Blick in den Douglas Premium, in den Douglas Pflege- und Make-up-Beauty-Adventskalender. Und wenn du Bock drauf hast, dann hol dir was zu essen, hol dir was zu trinken, lehn dich zurück, genieß die Show und viel Spaß mit dem Video. Ja, diesen Adventskalender habe ich bei Douglas bestellt, den gibt es auch aktuell zu bestellen. Im Store gibt es ja schon den großen, den hat Nicole schon vorgestellt. Jetzt gerade stellen wir gleichzeitig diesen hier vor und es wird auch noch so, ich denke, 5 oder so weitere geben. Auch die werdet ihr natürlich hier sehen. Und ja, 32,95 kostet der. Mal gucken, was wir hier so drin finden werden. Erfahrungsgemäß ist hier der Wert aber gar nicht mal so verkehrt, um das so zu sagen. Ich setze euch mal einen Link in die Infobox, da könnt ihr gerne vorbeischauen, falls euch der Adventskalender interessiert. Designtechnisch ist er wieder wunderschön, ne? Also die haben sich dieses Jahr wirklich was ganz Tolles mit diesem Tannenbaum überlegt und diesem blauen Hintergrund. Ich glaube, das zieht sich so dann auch komplett einmal durch. Sehr, sehr schön und sehr erwachsen auch ein Stück weit. Dann schauen wir mal, wie es von innen aussieht. Oh ja, schauen wir mal. Feel the love. Kläppchen-Adventskalender. Mal gucken, wie er am Ende des Unboxings aussieht. Meistens ist er ja etwas zerstört, ne? Ja, ich glaube, auch dieses Jahr wird das Ganze dann am Ende etwas trauriger sein. Ach so, so ist besser. In der Nummer 1 haben wir eine Full-Size von einem Lippenstift drin. In der Farbe Rose Nude habe ich hier nämlich einen Lippenstift von Douglas. Also es ist natürlich alles von der Eigenmarke, ne? Sieht sehr schön aus und ich finde auch, dass diese goldene Umverpackung weihnachtlich wirkt und auch die Farbe. Ich glaube, die ist super tragbar, ne? So ein schöner Nude-Ton. Ja, schöner Start. Und man vergisst ja auch sehr häufig, wie teuer eigentlich die dekorative Kosmetik von Douglas ist. Die, ne, machen dann meistens den Wert relativ hoch. Ich glaube, so ein Ding kostet 10 Euro oder so. Oh ja, am 2. Dezember haben wir ein wirklich praktisches Tool drin und zwar ein Powder Puff. Verwende ich wirklich ständig in meiner Schminkroutine, um zum Beispiel unter meinen Augen abzupudern oder halt so, ne, kritische Stellen, die jetzt irgendwie Fältchen haben oder so. Finde ich klasse, werde ich auf jeden Fall auch verwenden und behalten. Ja, so langsam lassen sich die Produkte etwas einfacher entnehmen. Selbstverständlich auch mit dabei ist die Nummer 3. Und hier haben wir was richtig Cooles drin. Und zwar aus der Salon Hair Reihe Volume and Strength. Das Shampoo mit Phytokomplex und Peptiden für feines und plattes Haar. Das habe ich tatsächlich. 30 Milliliter sind hier drin. Und das hatten wir letztes Jahr auch in einer anderen Version im Adventskalender. In der schwarzen Version war das ja, ne? Und ich freue mich sehr darüber, es wieder drin zu haben. Weil das auch so diese Vielfältigkeit von dem Douglas-Sortiment widerspiegelt. Und das soll ja auch ein Adventskalender eigentlich machen. Hier haben wir die Nummer 4 und die ist riesig. Okay, es gab ein Vorschaubild, da war der auch zu sehen. Das ist ein Kamm und zwar so ein richtiger Zinkenkamm. Aber guckt euch das mal an. Das ist richtig schön im weihnachtlichen Design. Und das gefällt mir wirklich gut. Und der ist groß, ne? Der ist ungefähr so groß wie meine Hand. Und ich habe keine kleinen Hände. Also jeder, der den Adventskalender hat, weiß jetzt, wie große Hände ich habe quasi. Und ja, also für Locken ist das super. Oder wenn man halt einfach grob durchkämmt oder so. Oder auch ein kleiner Pro-Tipp, um seine Haarkur oder Haarspülung einzukämmen. Das ist auch immer eine ganz gute Sache. Schön. Ein Tag vor Nikolaus kommt hier die Cita Lasso-Reihe um die Ecke. La Residence von Homespa Perfume Soap. Das sind 30 Gramm. Das ist einfach eine Stückseife. Und ich finde auch diese Cita Lasso-Reihe und auch diese Homespa-Reihe sehr, sehr angenehm. Erinnert ja auch vielleicht an das ein oder andere Produkt von einer Firma, die jetzt auch gerade ihre Adventskalender rausgebracht haben. Riecht mega angenehm. Sehr, sehr sanft halt auch einfach, ne? Ja gut, das ist... Ich weiß nicht, ist das eine schöne Nummer 6, ein schöner Nikolaus? Für manche wahrscheinlich schon. Ein Liquid Eyeshadow in der Farbe Chestnut haben wir hier drin, also quasi Haselnuss, ne? Und es ist ja so ein Bronze-Schimmerton. Wie viel Gramm haben wir denn hier drin? Muss ich mal evaluieren. Ist auf jeden Fall so ein flüssiger Lidschatten, den man sich dann auf das Lid geben kann und dann entweder mit einem Pinsel verblendet oder halt mit den Fingern so, ne? Finde ich eigentlich ganz schön. Ach süß. Am 7. Dezember haben wir den dazu passenden Pinsel. Das ist einfach so ein kleiner Shader. Ne? Und ich finde auch, dass die Douglas-Pinsel eine ganz gute Qualität haben. Also das kann man gut verwenden. Vor allem, dass das beides jetzt so zusammen, also nacheinander drin ist. Es passt sehr, sehr gut. Schön. Oh schön, die Nummer 8 darf machen, dass es kracht. Und hier haben wir was zum Abschminken drin. Und zwar als ersten Step vom Double Cleansing Douglas Naturals. Ist ja auch wohl irgendwie eine recht neue Reihe. Organic Cornflower and Aloe Vera. Removes Make-up and Soothes. Cleansing Micellar Water 30 ml. Also das soll einfach das Make-up entfernen und beruhigen. Und hier sehen wir dann einfach diese Flüssigkeit. Die gibt man sich dann auf ein Wattepad und kann damit entsprechend sein Make-up lösen. Ich persönlich verwende danach noch einfach so einen wasserbasierten oder so einen Wasser-Cleanser, dass ich halt alles nochmal richtig sauber kriege. In der Nummer 9 dürfen wir uns über ein passendes Produkt dazu freuen. Und zwar ist das eben genau so ein Abschminkpuffel, ne, so ein Tuch, womit man halt sein Micellenwasser drauf aufs Gesicht
perfekt passen. Also das haben die echt gut gemacht, dass du ne, halt erst den diese Haargeschichte mit dem Kamm, dann diesen Liquid Eyeshadow mit dem Pinsel, Abschminkprodukt mit Abschminktool. Das ist echt gut überlegt und das sind auch irgendwie andere Produkte, als wir das so in den letzten Jahren hatten. Also es ist schon abwechslungsreicher, finde ich. Auch in der Nummer 10 wird es jetzt mit etwas Speziellerem weitergehen. Also nicht spezieller in dem Sinne, sondern es ist was anderes in Relation zu dem, was wir sonst vorher die Jahre immer so gesehen haben, was ich sehr positiv finde. Da haben wir den Liquid Blush in Sweet Pink drin und das dürfte auch eine kleine Größe sein, vielleicht die Hälfte von dem, was wir normalerweise so haben. Und ja, so schaut das einmal aus. Das finde ich wirklich super, super cool. Und das dürfte dann auch irgendwie so ein, ja, ne? Füßchen-Applikator sein, ist relativ hell. Da muss man dann ein bisschen gucken, ob es einem so passt. Ne? Ach, ich kann ihn ja mal swatchen. Komm, den schauen wir uns mal an. Den finde ich nämlich interessant. Ja, der ist super hell. Oh mein Gott. Da ist die Frage, ob man das überhaupt bei irgendwem sieht. Weil ich bin ja transparent vom Hautton. Ne? Und bei mir ist es schon sehr dezent. Weiß ich ja nicht. Um diesen Blush einzuarbeiten, kann man sich dieses Schwämmchen nehmen, was wir am 11. Dezember hier im Adventskalender haben. Ich persönlich finde die Douglas-Schwämmchen richtig gut, habe die auch immer aus den anderen Adventskalendern so behalten. Und ich finde, der ist auch ein bisschen größer als die anderen Jahre. Ne? Fühlt sich gut an, kann man gut verwenden und ich finde ihn auch recht langlebig. Halbzeit, die Nummer 12. Das erinnert mich an ein Produkt, was wir letztes Jahr im Max and More Adventskalender hatten. Und zwar haben wir hier eine riesige Größe mit 15 ml von einem Lippenbalsam, der einfach von der Farbkonstellation so ein bisschen an eine Zuckerstange erinnert. Das finde ich auf jeden Fall süß und passend für einen Adventskalender. Erste Halbzeit finde ich richtig gut. Wir haben einen Einblick in Haarpflege, Körperpflege, Make-up und Tools und Skincare von Douglas bekommen. Macht Spaß, ne? Gerne weiter so. Auch am 13. Dezember werden wir nicht enttäuscht. Es sind solche, aktuell kriegen wir die in Boxen und keine Ahnung, ne? Ich habe mir da auch schon welche von bestellt. Ich finde die so gut. Jeden Morgen verwende ich das. Das ist so ein Antitropfschutz und die sind richtig schön weit. Das finde ich großartig. Wir hatten auch schon mal welche, die waren sehr, sehr eng. Gut, das muss man dann schauen, wie die nach Waschmaschine und Trockner aussehen, ne? Aber wenn ich so morgens mein Gesicht wasche oder so, läuft mir gerne mal die Suppe so runter. Das ist tatsächlich mit den Dingern dann so ein bisschen gestoppt und mir gefällt es richtig, richtig gut. Die sind schön weich. Ein tolles Tool. Mag ich. Besser als jeder Duschpuffel, muss ich echt sagen. Zum 14. Dezember haben wir wieder so ein bisschen Face Care, Skin Care, ne? Und zwar von der Douglas Naturals Reihe Organic Pink Pomelo and Holy Basil, also quasi Basilikum und ja, Grapefruit ist es ja. Gentle Face Scrub, ein sanftes Gesichtspeeling mit 10 ml. Da muss ich nochmal schauen, ob das eins mit mechanischen Peelingpartikeln ist, ob das ein Enzympeeling ist oder ob das ein chemisches Peeling ist. Das steht nämlich hier überhaupt nicht drauf, einfach nur, dass es sanft sein soll. Ja, muss man mal gucken, aber auch ein Gesichtspeeling finde ich auch sehr passend für die Skincare-Routine. Sie muss hier drin sein, aber am 15. Dezember haben sie es ein bisschen hochwertiger gemacht. Wir haben hier eine Glasnagelfeile drin, anstelle von einer klassischen Sandblattfeile. Ich persönlich mag aber lieber Sandblattfeilen. Nun, ist hier mit drin enthalten, ist auf jeden Fall eine schöne Sache. Und es macht den Adventskalender auch wieder so hochwertig, finde ich persönlich. Also es wirkt alles nicht so Billo-mäßig. Wisst ihr, was ich meine? Das ist echt so mein Empfinden, was ich dieses Jahr irgendwie habe. Am 16. Dezember schickt uns Douglas in die Badewanne und zwar mit The Palace of Orient, ein Bath Fizzer, 25 Gramm, das riecht super angenehm blumig, also mag ich sehr, sehr gerne. Das ist ein ganz toller, angenehmer, pudriger Duft, aber auch so schön blumig und leicht fruchtig. Ich mag den, wow. Eine Woche vor Heiligabend bekommen wir so eine Haarspange, die macht aber einen gar nicht mal so ultimativ günstigen Eindruck, um das mal so zu sagen, weil die halt ein bisschen fester halt so erscheint, ne? Ja, wir haben vor allem hier dieses Gold und das Rot, was irgendwie überhaupt nicht mit dem Adventskalender bislang so zusammenpasst, aber trotzdem ist es eine schöne Haarspange und ich glaube, da kann man sich drüber freuen, wenn man halt wirklich so eine Mini-Frisur machen möchte oder so, ne? Ja, herzlich willkommen in der Weihnachtswoche. Hier habe ich jetzt auch wieder einen Klassiker drin und zwar den Intense Cool Pencil. Das ist einfach ein, ja, Ei, also ein, wie heißt das, Kajal, ne? So schaut der einmal aus und ja, das ist so ein Holzstift zum Anspitzen. Ich denke, dass man das einfach erwartet. Wenn man sich so einen Pflege- und Make-up-Adventskalender holt, ist im Prinzip so ein Klassiker, sowohl ein schwarzer Cool-Kajal als auch irgendwie ein roter Lippenstift, roter Nagellack, irgendwie sowas. Ne? Das ist irgendwie halt irgendwie grundsätzlich mit dabei, irgendwie. Und weil wir hier alles so schön aufeinander abstimmen, haben wir natürlich am 19. Dezember einen Anspitzer drin. Aber ich muss ganz persönlich einfach mal sagen, dass ich finde, dass der deutlich hochwertiger aussieht als vieles, was wir so in vielen, vielen anderen auch High-End-Adventskalendern drin hatten. Man kann hier den Deckel oben entfernen. Kleiner Pro-Tipp, du hast hier vorne
so dieses Stäbchen drin. Das kann man so zur Seite wegziehen eigentlich. Normalerweise. Hallo, kommen Sie. Genau. Und damit kannst du dann, wenn du hier so Zwischendinger drin hast, ne, dass dir da sowas von deinem Kajal hängen geblieben ist, abmachen. Dann fällt das nämlich runter. Moment, dann baue ich das hier wieder zusammen. Und dann kannst du hier unten halt auch nochmal öffnen. Und da sind dann die ganzen Reste von nicht dem Holz, sondern von dem Kajal an sich zum Beispiel. Oder Lippenpencil, so. Genau, als kleiner Tipp am Rande. Süß. Okay, also erstmal herzlich willkommen im 20er-Bereich. Am 20. Dezember haben wir eine kleine Gesichtsmaske drin. Wir haben wohl nicht mehr diese runden Pöttchen, sondern wir haben das jetzt in so einem Tübchen. Und das ist die Douglas Naturals-Reihe Organic Lavender. Kathi würde schreiend davonlaufen, mit Rhodiola Rosea Root und das ist eine Regenerating Mask mit 10 Millilitern. Und da das halt in so einem Tübchen drin ist, kannst du dir die auch easy, wenn du das so hinkriegst, auf 2 Anwendungen aufteilen. Ich persönlich finde das sehr, sehr cool. Ja gut, die Nummer 21 ist ein Spatel. Okay, ja, schaut so aus. Ist ein relativ hochwertiger Metallspatel. Also der ist auch wirklich schwer. Der ist nicht irgendwie plastermäßig oder so, ne? Hier hinten hast du auch so eine schöne Kugel dran, dass man die hier auch schön festhalten kann. Also die Spatel, nicht den Spatel. Und wir haben jetzt aber noch gar nichts zum Spateln. Kommt da noch was? Ich weiß es nicht. Kann man für Cremetuben verwenden oder wenn du halt einfach nicht mit den Fingern irgendwo rein möchtest. Keine Ahnung, warum da so ein Loch drin ist. Hat irgendeinen Grund. Am 22. Dezember, die zweite und letzte Schnapszahl, haben wir einen Lip Liner drin. Contour and Reshape Lips in der Farbnuance 01 Lovely Brown. Und das könnte gegebenenfalls sogar zu unserem Lippenstift passen, den wir in der Nummer 1 drin hatten. So schaut einmal der Lip Liner aus. Das ist halt auch einer zum Anspitzen. Das heißt, yay, wir haben Anspitzer sowohl für unseren Lip Liner als auch für unseren Kajal, ne? Und ja, definitiv eine schöne Nummer 22. Ihr werdet lachen, aber am 23. Dezember haben wir Blotting Papers drin und über die freue ich mich wirklich sehr. Ich drehe hier oben gerade bei 28 Grad Außentemperatur, das heißt drin ist es dann nochmal so 5 bis 10 Grad wärmer. Die vom letzten Adventskalender habe ich hier gerade auf meinem Tisch liegen und ich verwende sie intensiv. Also ich nehme die halt immer so zwischendurch, also ne, hier sind auf jeden Fall die Blotting Papers, die wir hier drin haben. Finde ich wirklich geil, also ich verwende die halt wirklich viel in letzter Zeit. Dann nehme ich mir einen so ein Tüchlein raus, habe ich euch letztens bei Insta auch mal gezeigt. Und dann gehe ich damit so ein bisschen über mein Gesicht und dann kann ich nämlich nachpudern, sodass ich nicht ganz so sehr ölig glänze, sondern wenn ich glänze, dann durch den Highlighter. Und das, ja, bei den Temperaturen nimmt das schon ordentlich was auf hier. Ja, und zum 24. Dezember haben wir dann etwas mit dabei, was wir eigentlich jedes Jahr zum Heiligabend bekommen, und zwar eine Mascara. Das hier ist die Mini Maxi Panoramic and Volumizing Mascara. Dürfte eine Originalgröße sein mit 9 Millilitern. Die ist so schön rosa. Ich habe die noch nicht gesehen, also auch nicht bei denen im Store. Das muss ich einfach nochmal gucken. Ach, guck mal, das Bürstchen erinnert mich ja ein ganz kleines bisschen an meine... Ja, zum einen an die Nabla Vigis, wobei das von der originalen, die nicht waterproof ist, ja noch ein bisschen gecurlt ist. Das hier sieht so ein bisschen aber auch aus wie eine von Catrice, die ich auch mal verwendet habe und sehr, sehr gemocht habe. Iconista hieß die, die mochte ich richtig gerne. Wird ausprobiert. Also das ist jetzt einfach mal der Adventskalender gewesen. Wie gesagt, wir haben 32,95 im Regelfall dafür zu zahlen. Oft gilt bei Douglas halt, dass man auch noch irgendwelche Codes anwenden kann oder Goodies dazu bekommt. Dementsprechend hat man hier einfach für... ein bisschen mehr als 30 Euro, eine bunte Mischung für ja, Pflege von Kopf, also für Pflege angerissen, dekorative Kosmetik, eigentlich gar nicht mal so wenig angerissen, sondern auch sogar ausgeprägt. Und ich vergleiche den ja zum Beispiel mit Trended Up zum Beispiel, mit einem Essence Adventskalender, mit einem Catrice Adventskalender, wobei Essence und Catrice, nee, die haben auch Pflege mit drin, ne, genau. Und da finde ich, macht dieser hier echt einen guten Job, kann man nicht anders sagen, den kann man sich definitiv angucken. Ich bin gespannt, was Douglas sonst noch so als Adventskalender raushaut. Aber hier gefällt mir der Inhalt sehr, sehr, sehr gut. Weil du hast hier vernünftige Tools drin. Und eigentlich ist alles auch echt brauchbar, ne? Ich denke auch, das Preis-Leistungs-Verhältnis wird echt gut sein. Also so aus dem Bauch geschossen würde ich das schon sagen, dass wir hier, keine Ahnung, den dreifachen Warenwert haben oder so. Grob rechne ich ja aus. Mir gefällt der richtig gut. Klar, du hast ja von innen halt dieses Plastik-Inlay. Von außen sieht er am Ende nicht mehr ganz so nice aus. Aber trotzdem ist es ein schöner Adventskalender. Schreibt mir gerne eure Meinung mal zu dem Adventskalender in die Kommentare. Das würde mich wirklich interessieren. Also bislang von den Mixed-Adventskalenders im günstigen Bereich ist es wirklich einer der besten, oder? Ja, gerne eure Meinung, wie gesagt, in die Kommentare. Und dann wäre es hier von mir gewesen. Wenn es dir gefallen hat, wäre ein Däumchen ein Träumchen. Ansonsten wünsche ich dir einen wunderschönen Tag, einen wunderschönen Abend. Fühl dich ganz doll gedrückt von mir. Lass es dir gut gehen und hoffentlich bis zum nächsten Mal. Ciao.